Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Cedric und heute erkläre ich euch, was eigentlich genau der Mi6-Bot ist. Und zwar der Mi6-Bot ist eigentlich alles in einem von Bots her gesehen. Er kann monetarisieren und so weiter und so fort. Dazu öffnen wir erstmal eine Website. Das ist die Website, wo man diesen konfigurieren kann. Hier auch nochmal der Link. Ihr könnt aber genauso gut einfach Mi6 Dashboard eingeben und dann findet ihr dies auch. Und zwar, der Mi6 Bot kann halt verschiedenes machen, Moderation machen zum Beispiel. Man kann aber auch genauso gut eigene Befehle beim Dashboard erstellen. Das finde ich persönlich sehr geil, weil du kannst halt so richtig geile Dinge damit machen. Und persönlich auch sehr gut, weil wenn du zum Beispiel auf Willkommen gehst, kannst du jemanden einfach, sobald er kommt, eine Rolle vergeben. Zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach mal meinem den Zuschauer rang, drücke auf Speichern und alles ist übernommen worden. Das ist persönlich echt sehr geil gemacht und wenn ihr mehr von solchen Videos an sich sehen wollt, dann liked doch gerne und abonniert. Ist kostenfrei und würde mich sehr doll unterstützen. Hier kann man denn dies umändern und so weiter und so fort. Ja, toll. Das ist jetzt alles schön und gut, aber warum sollte ich mir jetzt nicht einfach 10.000 Bots holen, die insgesamt das gleiche können wie der? Erstens, es spart halt sehr viel Platz und wenn ich jetzt zum Beispiel Slash eingebe, kommt das hier. Und das ist alles von diesem Bot hier. Und also von dem Mi6 Bot und das ist schon eine sehr geile Funktion an sich und ja, man kann es auch so einstellen, immer wenn einer joint, dass dieser eine Nachricht schreibt, auch eine Privatnachricht natürlich. Ich habe jetzt einfach mal den Server von der Clonewalker 100 genommen, den könnt ihr auch gerne mal anschauen und man kann zum Beispiel mit diesen auch Slash Play und dann irgendeinen Song angeben. Das ist auch sehr geil. Man kann sich dabei aber auch aussuchen. Ich habe jetzt Kobi genommen, aber bei Mi6 Bot geht dies auch. Und die zurzeit ist sehr viel kostenlos da. Also wir gehen nochmal drauf. Sehr viel kostenlos. Sorry, falls ich ins Mikrofon geatmet habe. Sehr viel kostenlos auf jeden Fall. Das Einzige, was nicht kostenlos ist, sind das. Er anzeigt, wenn du jetzt zum Beispiel Video hochgeladen hast, zum Beispiel bei YouTube, dass er das halt angezeigt. Das ist Premium und für Premium musst du, glaube ich, 5 Euro im Monat zahlen oder so. Wir schauen mal nach. 5 Euro für ein Jahr Abo und ein lebenslanges Abo sind halt 90 Euro. Finde ich komplett rechtfertig, weil ich meine, na gut, ist ein bisschen viel ist es. Und auf jeden Fall kann man hier verschiedene Dinge einstellen und so weiter. Und Leute, in 2 Tagen wird ein Crasher-Kurs kommen, an sich zu ganz Discord. Und ich hoffe, ihr schaut euch den an. Und auf jeden Fall kann man sich auch Hilfe anfordern und so weiter und so fort. Man hat auch an sich gleich aktiviert. Warte, ich schau kurz nach, wo es ist. Und zwar hat man hier neben Dashboard bei Rangliste eine Rangliste von den XP her gesehen. Wer am höchsten ist und wer am niedrigsten ist. Bei mir sieht die Rangliste so aus. Also bei dem Discord-Server von The Clonewalker 100. Übrigens an der Stelle ein sehr geiler Name. Also kann man gut aussprechen, finde ich. Man kann auch sehr viel für andere Dinge hier drauf machen. Übrigens, ich werde dafür nicht bezahlt. GG. Auf jeden Fall kann man hier sehr viele Dinge machen und ich finde es auch sehr geil an sich und ja, kann ich nur empfehlen, Mi6. Und ich glaube, das ist so einer mit der besten Bots, die man auf Discord an sich haben kann, muss ich persönlich sagen. Und ja, man kann übrigens auch, wenn wir bei Dashboard gehen, oben bei, hier, neben, auf Premium Upgrade, steht da Old Interface.
Das erklärt eigentlich alles, aber an die Leute, die kein Englisch können, dazu wechselst du einfach zur alten Version. Ich klicke mal drauf. Und dann ist dann halt die alte Version, wie es vorher aussah. Dies kannst du natürlich wieder umändern, indem du auf Switch to New Interface klickst, indem du hier drauf klickst. Und dann hast du wieder das Neue. Das Neue gefällt mir persönlich sehr schön. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Euer So geht Discord. Ciao.